Da sind wir wieder zurück zu einer neuen Episode von Let's Play, ja, The Last of Us. In der letzten Folge hatten wir hier in so einer Art Museum kleines Gefecht mit Infizierten und auch eine kleine Schleichaktion mit, wo wir Klicker erledigen mussten, damit die uns nicht hören. Und ich habe eben kurz nur, mich nur umgeschaut und habe direkt einen Weg gefunden, wie wir hier rüberkommen. So, denn jetzt liegt hier direkt auf der Na linken Seite also. das Rathaus. Endspurt, Tess. Und da soll ja bekanntlich eine Gruppe Fireflies warten, die Ellie mitnehmen. Genau, glitscht ich mal eben durch mich durch. Nur dass das klar ist, ich kann nicht schwimmen. Auf der rechten Seite sieht es flach aus. Folgt mir. Gut, dass Marlene euch gefunden hat. Was meinst du? Ich weiß, ihr werdet dafür bezahlt. Aber ich will mich bedanken. Ja, kein Ding. Das haben wir doch gern gemacht. So, Tür auf, rein da. Nein. Nein, nein! Und was Irgendwie machen war wir das jetzt? klar. Was machst du da, Tess? Oh Gott. Vielleicht haben sie sowas wie eine Karte oder irgendeinen Hinweis auf ihr Ziel. Wie weit soll das hier noch gehen? So weit, wie es eben gehen muss. Wo ist dieses Labor? Oh, ich weiß es nicht. Sie hat nur gesagt, es wäre irgendwo im Westen. Was machen wir hier? Das geht uns nichts an. Was weißt du denn schon? Über mich? Ich weiß, dass du klüger bist als das. Ach ja? Wir sind abscheuliche Menschen, Joel. Und zwar schon echt lange Nein, Zeit. Nein, wir sind Überlebende. Das ist die Chance. Es ist vorbei, Tess. Wir haben es versucht. Gehen wir nach Hause. Ich gehe nirgendwo hin. Hier ist Endstation. Was? Irgendwann musste es ja vorbei sein. Was erzählst du da? Nein! Fass mich nicht an. Oh nein, Scheiße. Sie ist infiziert. Also hatte ich doch recht. Scheiße. Joel. Lass mal sehen. Ich wollte nicht. Zeig es mir. Oh Gott. Alter. Ups, was? Zeig mir deinen Arm. Das ist 3 Wochen alt. Mein Biss ist 1 Stunde alt und ist schon schlimmer. Das hier ist real, Joel. Du musst die Kleine zu Tommy bringen. Er kannte diese Leute. Er kennt bestimmt auch ihre Stelle. Oh nein, 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 nein. Du wolltest das hier. Ich mach das nicht mit. Doch, machst du. Hey, ich weiß, ich bedeute dir genug, dass du mir diesen letzten Wunsch nicht abschlagen kannst. Also bring sie zu Tommy. Shit. Banditen? Nein, Soldaten. Oh, noch schlimmer. Sie sind hier. Ich verschaffe euch Zeit, aber ihr müsst hier weg. Was? Wir sollen dich einfach hier lassen? Ja. Das werde ich auf keinen Fall. Ich verwandle mich nicht in so ein Ding. Na los. Mach's mir nicht so schwer. Oh, ich kann kämpfen. Nein, geh einfach. Geh doch. Ellie. Tut mir leid, ich wollte das nicht. Los, beweg dich. Scheiße. Wir wissen, dass ihr da drin seid. Waffen weg und kommt mit erhobenen Händen raus. Oh, verdammt! Wie konnten wir das nur tun? Stopp. Ohne uns stirbt sie da. Stopp! Du bleibst nicht bei mir. Wir müssen weg. Oh Mann. Oh Scheiße. Schüsse. Nein. Lauf einfach weiter. Neutralisiert. Sie hat 2 Männer getötet. Verstanden. Kacke. Du, brich die Tür auf. Du, komm mit. Ja, oh mein Gott.
Tess. Ruhe in Frieden. So, die sind hinter uns her. Und einmal rauf auf die andere Seite. Mal sehen, was wir hier haben. Ein Gewehr. Eine Sniper. So eine Art Winchester ist das, denke ich mal. Neue Waffe, Jagdgewehr. Jawohl. Sehr schön. Oh, Kacke. Was machen wir? Oh, den hat er ausgehalten. Oh, Scheiße. Tschüss. Hey, heb doch nur deinen Kopf, du brauchst dich doch gar nicht bewegen. Wow. Tschüss. Ist hier sonst noch irgendeine? Oh, da hinten. Nein! Voll versemmelt. Okay, wir sparen uns die Munition für das Jagdgewehr. Die kann noch hilfreich sein. Der hat einen Helm auf. Auf jeden Fall. Da ist er. Wie ich ja bereits sagte, bei Helm braucht man immer zwei Schüsse. Oh oh. Okay, Deckung. Auf dem Kopf zumindest, damit die tot sind. Die haben. Der hat hier nichts fallen lassen. Der auch nicht. Der hat auch nicht. Hat der was fallen lassen? Nee. Oh Mann. Sollen wir das denn überleben, ey? Ohne fremde Munition. Schade. Oh, 5 Drops. Jetzt fühle ich mich gleich besser. Bleib bei mir. Na los. Hier haben wir keinen erschossen. Nee. Los, na komm. Gut, weiter. Wir rennen hier mal runter. Nimm auf jeden Fall das Stöckchen hier mit. Wir können auch Molotow herstellen. Das ist auf jeden Fall eine gute Sache. Wir haben 40, nur noch 35. Wir haben mehr als die Hälfte haben wir schon. Okay, wir nehmen das Teil jetzt in die Hand. Was machen wir? Joel, wie kommen wir hier raus? Oh, scheiße, okay. Die stehen alle Schlange. Wir müssen durch den Gang. Adios, amigo. Deckung, ich weiß nicht, wie viele es sind. Lol. Voll veraimt. Nur noch ein Schuss. Und der hat gesessen. Wow. Tschüss, amigo. Der hat uns noch nicht gesehen. Das sind zwei. Mist.
Okay, wir haben jetzt noch 4 Schüsse, um den anderen zu erledigen. Wo versteckt er sich? Wow. Scheiße. Sehr gut. Nein. Ja. Okay, jetzt nehmen wir den Revolver in die Hand. Joel, da ist der Ausgang. Okay, wir haben 5 Schuss Pistolenmuni. Ist ja auch noch einer drin. Ne, hier ist niemand mehr. Ein kleiner Snack, der kann immer helfen. So, raus hier. Und da rein, genau. Und runter. Oh oh. Oh nein, nein, nein. Nein, nein. Erstmal noch Zeug einsammeln. Oh Mann. Nein, nein. Sporen. Immer Maske auf. Oh, wie, was ist das wieder für... Oh, jetzt... Kein Ziel. Wiederhole, kein Ziel. Da drüben ist ein Soldat. Stellung halten und auf Verstärkung warten. Verstanden. Stellung halten. Kannst du das verdammte Zeug einatmen? Ich hab dich nicht angelogen. Hast du sie? Nein, alles leer. Ich gehe hier lang. Such da unten. Nein. Doch. Nein, doch. Oh. Okay, Munition haben die auch wieder nicht fallen lassen. So. Und wir müssen hier durch. Gut, dass wir so eine Gasmaske haben. Okay, hier ist Wasser. Wo müssen wir denn hier lang? Ach, wir müssen hier drunter durchtauchen. So, wir kommen hier durch. Ach du Scheiße, unten rechts ist eine Anzeige. Hoch, 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 hoch. Mir geht's gut. Ach, da bist du. Na komm. Können wir hier hoch? Dann sind wir wieder bei Ellie. Guck mal, dann hast du auch eine Lampe. Was liegt denn hier? Schmugglernotiz. Dein Kontakt ist ein Mann namens Frank. Er ist der Typ von draußen, mit dem ich Handel getrieben habe. Er will in die Quarantänezone Boston. Triff ihn am Ausgang der U-Bahn-Haltestelle. Park Street. In Klammer neben dem Rathaus. Da waren wir gerade. Anbei sein Visum und seine Quarantänepapiere. In Klammern, wie gefällt dir die Arbeit? Sei vorsichtig da unten. Einige Leute berichten von Klickern und Stalkern in dem Gebiet. In Klammern, wo zum Henker ist der Kerl? Ich warte hier schon seit 2 Stunden und schwitze. Ich glaube, da im Schatten bewegt sich etwas. Mir ist, als würde mich jede Sekunde ein Stalker anspringen. Ich gebe ihm noch eine Viertelstunde, dann gehe ich zurück. Ist anscheinend nicht weit gekommen. Du lässt mich doch nicht hier, oder? Ich komme doch gleich wieder. Mensch. Ich will mal gucken, wo das hier hinführt.
Okay, was haben wir hier? Hier haben wir Waffenteile, die wir auf jeden Fall mitnehmen. Und sonst liegt hier eigentlich nichts. Oh, die Anzeige ist kritisch. Verdammt kritisch. Auftauchen, auftauchen. Warte da. Ist da unten was? Eine Sackgasse. Aber da hinten ist eine Leiter. Eine Leiter. Vielleicht geht es damit. Und hier ist eine Palette. Vielleicht kriegen wir damit Ellie rüber. Auf die andere Seite, wenn sie da drauf steigt. Steig drauf. Wirklich? Ellie. Wir werden nicht zulassen, dass du hier runterfällst. So. Und jetzt bitte die Leiter. Besten Dank, meine Teure. Ist hier sonst noch irgendwas, was wir hier mitnehmen können? Okay, nicht mehr raus hier. Ne, dann gehen wir hier mal raus. Und, hepp! Wegen Tess. Ich weiß nicht mal, okay, was... Okay, ich sag dir mal, wie es abläuft. Erwähne nie wieder Tess. Niemals. Es ist besser, wir behalten unsere Geschichten für uns. Zweitens, erzähl niemanden von deinem Zustand. Man wird dich für verrückt halten oder töten. Und drittens, du tust, was ich sage, wenn ich es sage. Alles klar? Klar. Wiederhol es. Was du sagst, zählt. Gut. Da ist eine Stadt. Ein paar Meilen nördlich. Ein Typ dort schuldet mir was. Kann sein, dass er ein Auto für uns hat. Okay. Los, gehen wir. Mit den Worten, die er eben gesagt hat, hatte er nicht ganz Unrecht. Na bitte. Ja, hier lang wird es schneller gehen. Wir sind jetzt im Gebiet Lincoln, USA. Was? Nichts. Ich hab nur sowas noch nie gesehen. Deshalb. Etwa den Wald? Ja. Im Wald war ich noch nie. Ist ziemlich cool. Ja, traumhaft schön, wie man es hier sieht. Warum bringst du mich nicht zurück zu Marlene? Wenn sie das schaffen könnte, hätte sie dich behalten. Na, vielleicht geht's ihr besser. Kleine, ich will dich nicht aufregen, aber ihre Überlebenschancen waren nicht gerade hoch. Sie ist viel stärker, als du glaubst. Das bezweifle ich auch nicht. Denn ich glaube kaum, dass einer von uns lebend bei ihr ankommen würde. Glaub mir, mir wäre es anders auch lieber. So, dann gehen wir mal rein. Natürlich. Oh, zu. Mist. Klettern wir rauf? Nein, da oben ist ein Stacheldraht. Wir müssen irgendwie drumherum. Wow. Fireflies. Ich meine, echte Glühwürmchen. Ja, das sehe ich. Sorry, ich muss wieder
Ach, guck mal, hier haben wir schon das Brett. Ich wollte eigentlich gucken, was wir hier hinten noch so haben. Ob wir hier noch irgendwas mitnehmen können. Aber dann können wir uns das schon mal hier oben rauflegen. Ist hier sonst noch etwas? Ne, so Waffenteile oder Erfahrungsdrops haben wir hier zumindest nicht. So. Oh. Ein Metallrohr mit Modifikation, so wie es aussieht. Mit einer Schere vorne drauf. Cool. Geil. Nahkampfverbesserung. Verbessere eine beliebige Nahkampfwaffe, um Gegner mit einem Treffer zu töten. Die Verwendung der Verbesserung ist jedoch eingeschränkt. Wenn sie abgenutzt ist, geht sie kaputt. Ja. Ah, okay, dann sind da unten noch extra Balken. In dem Fall ist da nur einer. Das heißt wahrscheinlich jetzt ein Treffer und dann ist das Ding kaputt. Und daher müssen wir genau gucken, wie wir für was wir das verwenden. Na also. Bist du das, Bill? Okay, der Typ heißt... Wo trefft ihr euch denn sonst immer? Na? Das kommt drauf an. Du warst noch nie hier, oder? Ich weiß, dass er hier lebt. Aber nein, ich war noch nie selbst hier. Und der Rauch, das soll er sein? Das wäre gut für uns. Wow, dann sehen wir mal nach. Okay, komm. Wir haben keine Munition für das gute Jagdgewehr. Wir können uns auf jeden Fall noch ein Messer herstellen, was wir auch hundertprozentig machen. Und noch einen Molotow-Cocktail. Halleluja. So. Hier lang. Sei vorsichtig, nicht dass du fällst. Oh, scheiße. Ich höre Klicker. Oh. Dich nehmen wir mal mit, mein Freund. Vielleicht haben wir hier jetzt noch genug, um uns jetzt hier selber noch ein Messer zu machen. Hier ist ein Lumpen drin. Was sonst noch? Sonst nichts mehr? Sehr langweilig. Hier können wir auch gleich rein. Okay, weiß. Ich verschwinde dafür mal Molotow. Mach's gut. Ich wollte nur die Munition haben, beziehungsweise gucken, ob er da was fallen gelassen hat. Und das hatte er. Wir haben jetzt wieder zwei Schuss für unser nettes kleines Jagdgewehr. Hier durch. Und was haben wir hier? Wir haben hier... Waffenteile. 5 Erfahrungsdrops. Eine Schere. Okay? Klebeband. Ich versuche pfeifen zu lernen. Okay, hier ist nichts drin. Klingt das wie Pfeifen? Nein. Ups, ich wollte die aufnehmen. Nochmal 2 Waffenteile. Oh, Pistolenmunition. Das ist wichtig. Pillennotiz. Erinnerung, mehr Pillen sammeln und ich muss mehr Munition beschaffen. Mir bleiben nur 3 Wochen bis zur nächsten Lieferung für Tess. Oh, okay. Okay, wir brauchen jetzt eigentlich nur noch ein bisschen Klebeband und dann können wir uns wieder ein Messer herstellen. Die Frage ist, ob wir hier sonst noch sowas finden. Was aber eher nicht so danach aussieht, was eigentlich schade ist. Hallo, lässt du mich hier mal durch? Ellie? Mann. Vielleicht hier noch irgendwo. Ne. Vielleicht hier noch irgendwo bei den Mülleimern? Wir
kommen hier aber auch sonst nicht mehr raus. Oder? Kommen wir hier nochmal hoch? Nee. Verdammt. Ich hätte oben nochmal ein bisschen gucken sollen. Nee, weil hier ist sonst wirklich 0, nix. Können wir hier unten rein? Komplettes Messer benötigt. Nein. Oh, Halleluja. Okay. Oh Mist. Ist von der anderen Seite verriegelt. Hier, hilf mir hoch. Nein, das kommt gar nicht in Frage. Na, ich heb dich nicht hoch. Wie sollen wir das uns aufkriegen? Okay, aber du musst dich beeilen. Gut. Und sei, sei vorsichtig. Mach es nur auf, sonst nichts. Geh klar. Vorsicht. Oh, mal sehen. Okay. Tada. Danke. Gut gemacht. Danke. Okay, fangen wir mal hier oben an und schauen mal, was wir hier finden. Also, dein Kumpel hat ein Auto für uns. Und was dann? Ja, dann suchen wir Tommy. Klebeband. Meint er, ist dein Bruder? Wichtiger ist, dass er mal ein Firefly war. Waffenteile. Er weiß, wo du hin musst. Oh, okay. Er lebt weit weg von hier. Deshalb brauchen wir das Auto. Okay, hier können wir nicht durch. Aber wir haben jetzt wieder Waffenteile gefunden. Wir haben 141 und 55 Waffenteile. Wir können theoretisch mal schwanken der Waffe oder maximale Gesundheit verbessern. Aber ich bin erstmal ohne Witz in erster Linie für Messermeister. Die Frage ist... Achso, nee, warte, wir können uns... Nee, wir können uns noch kein Messer herstellen. Schade. Weil ich dachte, weil wir jetzt eben noch Klebeband gefunden haben, dachte ich, dass das reicht. Aber das reicht nicht. Vielleicht finden wir hier noch in dem Haus noch was. Und wir finden hier einen Lumpen und... sonst nix. In der Kneipe kann nicht mal Alkohol, das ist schon... Aber wir finden noch Klingen. The Turning. Was? Schon mal gespielt? Nee. Aber ein Freund von mir war voll verrückt nach diesem Spiel. Da gibt es wohl diese Frau namens... Angela. Und Joel zeigt sich relativ gelassen. Oh, Waffenteile. Kommen wir hier rein? Nee. Mich ärgert das jetzt gerade die ganze Zeit mit dem Messer. Weil ich würde, hätte jetzt gerne die Tür geöffnet. Und das ist kein Witz jetzt. Uns fehlt nur ein Viertel Tesafilm und dann könnten wir die Tür eigentlich theoretisch aufmachen. Aber das Problem ist, ja, wir haben keins. Das ist das Problem. Die Frage ist jetzt, ob wir hier noch eben was finden, bevor es mit der Storyline weitergeht und wir nicht mehr dazu kommen. Gehen wir gleich mal hier durch. Was ist das denn da? Stacheldraht? Nee, das ist ein Draht. Oh Mann! Oh. Was war denn das? Das ist eine von Bills Fallen. Oh, ziemlich effektiv. Dein Freund ist paranoid, oder? Na, das kannst du laut sagen. Und wie ist er sonst so? Tja, er hat uns oft beim Schmuggeln geholfen. Er weiß, wo es was gibt. Dann hoffe ich, dass wir auf der Suche nach ihm nicht. Halt die Augen offen, dann passiert nichts. Alkohol-Lumpen. Das war nur ein Funken oder was da geflogen ist. Ein Schuss für den Revolver. Sehr nett. Und jetzt haben wir das Klebeband. Wir können uns das Messer herstellen.
war das denn gerade? Ach, ich habe hier was Schönes fürs Schlagzeug umgeworfen. Perimeternotiz. Die verdammten Infizierten tauchen zu oft viel zu nah beim Unterschlupf an der Kirche auf. Anscheinend muss ich die Perimeter-Schwachstellen mal wieder ausräumen. Hat er sich jetzt alles notiert, was er... Hä? Oh! 10 Waffenteile. Habe ich gar nicht gesehen. Hallo. Weiter geht's. So, da wir jetzt das Messer haben, können wir jetzt auch mal eben zum Raum zurückgehen. Vorausgesetzt, wir kommen wieder durch das Tor. Und dass es jetzt nicht irgendwie zu ist. Aber vielleicht haben sie es auch extra dann offen gelassen. Nee, das Tor ist zu. Oh, wehe. Ach so, nee, falsche Seite, ich dachte schon. Evakuierung. Evakuieren wohin? Was denkst du? Quarantänezone. Tja, manche Städte wurden gewarnt, bevor die Infektion kam. Die meisten nicht. Lumpenalkohol. 15 Erfahrungsdrops. Und noch Schuss für das Jagdgewehr. Das war auf jeden Fall ein guter Deal, dass wir hier noch hingegangen sind. Weil wir haben jetzt schon 70, nur noch 5 Erfahrungsdrops und wir können diese Fähigkeit skillen. Das ist hervorragend. Das ist sehr, sehr gut. Und sobald wir das ausgerüstet haben, können sich die Klicker gerne warm anziehen. So, jetzt gehen wir mal eben hier weiter, da bin ich ja eben noch stehen geblieben. Können wir eigentlich rein? Komplettes Messer benötigt. Och man. Wir brauchen wieder ein halbes Klebeband. Ah, Halleluja. Okay. Wow, Bill kann Bogen schießen? Vermutlich schon. Ich habe mich auch gerade gewundert. Aber das wird ja jetzt interessant, wenn wir jetzt hier rüber gehen und wir kein Klebeband mehr finden. Dann sind wir raus. Ich glaube dann nicht, dass wir hier dann noch zu der Tür kommen. Wer denn? Ach. Hier sind noch Flaschen. Und da ist der Bogen. Den nehmen wir mit. Sieh mal an. Gib ihn doch mir. Ich kann ziemlich gut damit umgehen. Für Waffen bin weiterhin ich zuständig. Tja, wir hätten beide Waffen als Absicherung. Vergiss es. Na komm, kusch, kusch. Hier, das hier können wir nehmen. Ich denke mal, dass wir das noch brauchen. Ansonsten kommt hier keiner mehr hin. Und ich hab recht gehabt. Lauf es rein, komm hoch. Okay. Ist immer, wenn da so ein Brett liegt, auf jeden Fall wegnehmen, weil man kann es immer gebrauchen. So viel steht mal fest. Ach du Heiliger. Oh, Scheiße. Probieren wir das Baby mal aus. Das wollte ich auch gerade sagen. Und... tot ist er nicht. Jetzt ist er tot. Oh Mann. Aber wir können die Pfeile wieder mitnehmen. Das ist gut. Hör mal zu. Bill ist nicht gerade eine sehr ausgeglichene Person, wenn wir bei ihm sind. Überlass mir das Reden. Hast du gehört? Ja, alles klar. Du musst dich daran halten. Er ist nicht gerade nett zu Fremden. Das merke ich mir. Nee, anscheinend kommen wir dann nicht nochmal zurück jetzt
zu der Tür, wo wir eben waren. Oh. Hörst du das? Ja. Es rennt weg. Scheiße, willst du da reingehen? Mal sehen, was wir finden. Wen ist meine Leiche, wenn mich der Schlag getroffen hat? Keine Sorge. Das wird schon. So, scheint doch alles. Ich höre hier was links in dem Raum. Oh Mist! Scheiße. Voll. Ich habe mich zu Tode erschreckt. Ja, was glaubst du, was mit mir passiert ist? Aber hier scheint ziemlich viel Zeug zu sein. Nachricht an Rachel. Rachel, Soldaten gehen von Tür zu Tür und zwingen die Leute in Busse einzusteigen. Ein paar Häuser weiter sind Schreie zu hören. Die Zeit wird knapp. Ich habe angerufen und gewartet, aber ich kann nicht mehr warten. Ich habe unsere Sachen in einen Koffer gepackt und ich... Achso, gepackt, Punkt. Ich warte in der Quarantänezone auf dich. Such nach mir. Bis bald. Ezra. Okay. Ob sie sich je gefunden haben? Woher soll ich das wissen? Okay, wir haben hier zwei Lumpen. Hätte mich jetzt geärgert, hätten wir uns jetzt wieder ein Messer herstellen können, ne? So, und wir haben die 75 Drops für den Messermeister. Den machen wir mal sofort. So. Messer mit voller Haltbarkeit zerbrechen nicht beim Befreien aus einem Klickergriff. Okay, das ist Hammer. Aber 100 Punkte? Ach du Heiliger. Gut. Aber ich würde sagen, das war's jetzt mit dieser Folge. Danke fürs Einschalten. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder bei Let's Play The Last of Us. Mit Maymoxes. Adios, Leute.